Wer von euch kann sich noch an den spektakulären Blocksturm von rund 400 vermummten Dortmund-Ultras in der Veltins Arena erinnern? Knapp 11 Jahre ist es mittlerweile schon her, als sich diese unglaublichen Szenen im 143. Revierderby ereigneten und deutschlandweit für Furore sorgten, da die BVB-Ultras es leichtsinnig in Kauf nahmen, normale Fans des FC Schalke zu verletzen. Doch welche Hintergründe hatte die Aktion der Dortmunder eigentlich und welche Konsequenzen zog diese mit sich? Diesen Fragen werden wir in diesem Video auf den Grund gehen. Falls euch solche Videos über vergangene Aktionen deutscher Fanszenen interessieren, abonniert gerne kostenlos unseren Kanal. Im Grunde genommen war der Blocksturm der Dortmunder eine Racheaktion für das vorherige Revierderby, bei welchem es im Vorfeld der Partie zu schweren Ausschreitungen beider Fanlager kam. Laut Polizei habe es ca. 100 vermummte Schalke-Ultras gegeben, welche in der Stadt bewusst nach Dortmundern gesucht haben, um Prügeleien anzuzetteln. Während des Spiels zündeten Schalker dann im Westfalenstadion Pyrotechnik und präsentierten provokant eine gestohlene Zaunfahne von The Unity und Desperados Dortmund, die 2009 von Schalker Ultras aus dem Fahnenlager der Dortmunder Ultras entwendet wurde. Die Polizei musste daraufhin aufgebrachte Dortmunder an dem Versuch hindern, auf den entsprechenden Tribünenblock zu gelangen. Insgesamt nahm die Polizei an diesem Abend 180 Personen in Gewahrsam, davon 163 aus Gelsenkirchen und 17 Dortmunder. Die Rache der Borussia-Ultras ließ allerdings nicht lang auf sich warten. Am 26. Oktober 2013 war es dann soweit. 4 Minuten vor Anpfiff stürmten rund 400 mit Skihauben vermummte Dortmund-Ultras den Block. Ein paar Sekunden später knallten die ersten Böller, Pyrotechnik brannte lichterloh und die Scheiben zur Fantrennung wurden mit Hammer eingeschlagen. Selbst die Vereinsikone Roman Weidenfeller konnte die Situation nicht beruhigen, stattdessen musste er einer auf sich zufliegenden Rakete ausweichen. Der Schiedsrichter schickte beide Mannschaften folgerichtig für kurze Zeit in die Kabine, bis sich die Situation wieder einigermaßen beruhigte. Einige Bengalos flogen auf die Schalker Sitzplatzbereiche, wo unter anderem Familien mit Kindern und Rentner Platz nahmen. Fans, die überhaupt gar nichts mit Ultras oder Hooligans am Hut hatten, sondern einfach nur für das Fußballspiel ins Stadion kamen. Hier ein paar weitere Impressionen des Blocksturms. Bis heute gehört dieser Blocksturm noch zu einem der brutalsten, die wir jemals im deutschen Fußball erlebt haben. Im Nachhinein wurden einige Ermittlungen eingeleitet, um gegen die Täter vorzugehen. Außerdem erteilte das DFB-Sportgericht dem BVB die Auflage, 30.000 Euro für Projekte und Maßnahmen zur Gewaltprävention aufzuwenden und drohte weitere schwerwiegende Konsequenzen an, wenn es erneut zu Gewalt im Stadion kommen würde. Im Nachhinein äußerte sich der BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auch zu der Thematik. Zitat: Mich hat das Verhalten unserer Fans extrem geärgert. Ich habe mich dafür schon beim FC Schalke 04 entschuldigt. Für so ein Verhalten muss man sich schämen, das geht gar nicht. Das waren heute nicht nur ein paar Einzelne. Aber wir kennen die Redelsführer, wir werden rigoros gegen sie vorgehen. Was haltet ihr von der Aktion der Dortmunder? Sind sie damit zu weit gegangen oder gehört das alles noch zu einer gesunden Rivalität? Diskutiert gerne sachlich in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Bis bald.